Thank you, President. Ja, schönen Dank, Herr Präsident. 30 Jahre nach der Ratifizierung der UN-Konvention für Kinderrechte sind sehr viele Bemühungen an den Tag gelegt worden, aber es muss noch mehr getan werden, um Kinder wirklich voll und ganz schützen zu können. Die europäischen Piraten fordern die öffentliche Hand und die Polizeikräfte auf, entsprechendes Personal bereitzuhalten, um zu reagieren auf die kriminellen Bedrohungen gegenüber Kindern über das Internet. Humaninformationen durch einen Informationsaustausch und durch Hotline die Opfer beraten. Das ist das, was wir eigentlich fordern müssen. Das Appellieren an private Unternehmen, das Internet zu kontrollieren, um sicherzugehen, dass niemand falsche Bilder verschickt, ist allerdings nicht der richtige Weg nach vorne. Wenn effiziente Strafverfolgung an Privatunternehmen abgetreten werden, mit dominierender Technologie, wo die öffentliche Hand sich praktisch gar nicht einmischt, das führt einfach nur dazu, dass wir den Kopf in den Sand stecken und überhaupt nicht die Möglichkeit haben, eine aktive Strafverfolgung vorzunehmen bei den Kriminellen. Die Kinderrechte müssen geschützt werden aus den erwähnten Gründen und deswegen können wir leider nicht mit dem Entschließungsantrag einverstanden sein.